Und der Aufstand wurde besiegt. Quasi gefühlt fast alle Vasallen in unserem Reich wurden ausgetauscht. Und jetzt können wir uns erstmal noch um Moray kümmern. Um den, ja, kriegerischen Oberhäuptling von König Kausantin von Alba, der, ja, ich sag mal so, etwas zu aggressiv unterwegs ist, meiner Meinung nach. So, aber einen freshen Bart hat. Das muss man ihm zugestehen. Den werden wir leider nicht bekommen, weil wir sind die süße Iliana, die ja aber mittlerweile zu einer ordentlichen Frau heranwächst. Und ich glaube, Rögenwalde wird ja auch ein Supermann sein. So, ich denke schon. So, unsere Armeen marschieren schon mal da hoch. Wir können nochmal Teil ausheben. Der wird auch gleich hier mit dazukommen. Mal gucken, wie es aussieht mit unseren Verbündeten. Jorvik kommt auch. Sehr, sehr schön. Hier haben wir nochmal einen Feind. Ich denke, da können wir gleich mal kurz eine kleine Schlägerei starten. Ja, da hat er eins bekommen, klar. Den fangen wir mal kurz ab. Das ist es mir wert. So, den kurzen Weg werden wir hinbekommen. Die sind dann auch hier auf dem Weg zur Schlägerei. Und Jorvik wird, denke ich, auch rechtzeitig ankommen, um hier Action zu machen. Jawohl. Nee, noch nicht ganz. Aber ich denke, wir werden die auf jeden Fall schlagen. Hier auf jeden Fall. Die Schlacht gewinnen wir auch ohne Jorvik zusammen. Aber da brauchen wir ihn dann. So. Aktion gegen uns geschaffen. Der Bauernpöbel hat wahrscheinlich noch nicht ganz draus gelernt hier. Aus der kürzlichen Revolution. Jetzt werden wir hierhin marschieren. Haben dann ein paar feindliche Kommandanten gefangen genommen. Das ist nach wie vor nur Bauernpöbel. Das ist ja relativ unkompliziert. Und die verpissen sich tatsächlich sogar schon. Das ist frech. Naja, wir werden ihnen folgen. Wir werden sie verfolgen. Wo auch immer es hingeht für sie. Wir werden sicherstellen, dass sie sich von unserem Reich verpissen. Die wollen auf See quasi, oder wie es aussieht, auf See. Vielleicht können wir sie da vorher abfangen. Ah, doch, wir schaffen es. Wir schaffen es. Sehr gut, dann werden die auch einmal weggeklatscht. Cardmile soll umgebracht werden. Der hat doch die süße Kea geheiratet. Komm, Junge. Ah, die haben auch schon ein Kind zusammen. Perfekt, so, der wird mal ein großer Krieger später. Den zieht auch ein großer Krieger groß. Komm. Hier scheinen wir die Schlacht schon mal zu gewinnen. Gudmund wurde verwundet. Von einer Frau. Naja. Also das ist ein Mann. Sorry. So, jetzt wo marschieren wir hin, ist die Frage. Ich denke, wir werden mal Mori hier mal kurz angreifen und einnehmen. Dann können wir nach wie vor noch Titel erobern. Ach, Lothian gibt es noch, aber hier unten dann, ne? So, Titel ab. Ach Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da eine kleine Angelegenheit, die ihre Zustimmung benötigt. Nichts, was ihr in aller Ausführlichkeit lesen müsst, Herrin. Ich mache einfach weiter meine Arbeit in Ordnung. Was? Die will
Das. Wir setzen Dings ein, sie verliert 20 Meinung. Ja, natürlich setzen wir unser Veto ein. Sag mal, wir müssen uns mal ganz kurz hier um die Dame kümmern. Wir können aber gerade nichts machen, scheiße. Ja, die ist hier ganz schön am Machtmissbrauchen, die gute Freydis. Muss ich sagen, gefällt mir nicht so. Argyle wird belagert. Ich statte mir den erstmal nochmal einen Besuch ab. Dass sie sich da ja nicht so sicher fühlen. Weil die sich dann, ja, die werden sich eh schon verpissen. Die kommen auch zurück nach Alba. Sie wäre jetzt schon mal ganz gut. Erzählen auch nur die Schlacht für uns. Die ziehen sich hierhin zurück. Das heißt, da werden sie gleich wieder auf uns treffen, wenn sie nicht aufpassen. Mein Vormund Gomer hat mich in den Wald geführt, wo ich mit einem Bogen spielen durfte. Ich lief davon und es bedauerte es nicht lange. Und es dauerte nicht lange, bis ich einem verwundeten Reh begegnete, das vor mir davonhumpelte. Ja, also vorlesen bin ich einfach nicht gemacht für, ne? Sadistisch oder paranoid? Also das ist fast ein bisschen besser, ne? Ah, ist sündhaft für uns. Paranoid ist jetzt echt nichts Tolles. Ja, da werden wir jetzt sadistisch. Kann man nichts machen. Ja, Freydis ist, glaube ich, der sehr gerne, dass sie Probleme hat. Die ist ja auch sehr aggressiv hier am Regieren. Obwohl sie nur Regentin ist. Da müssen wir langsam mal einen Riegel vorschieben. Haben aber noch 3 Jahre, die wir da überleben müssen. Und ab wann dürfen wir hier wieder? Ab dem 6. Juli. Na gut. Dahin wird es jetzt nicht allzu viel machen. So. Bin gespannt, wenn wir Moria erobert haben. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Ich glaube, wir kriegen langsam schon Punkte hier, weil die nichts erobern, ne? Ja, sehr gut. So muss das doch sein, Freunde. Ach, ist das herrlich. Was Jorvik jetzt macht, weiß ich gar nicht genau. Aber die werden wahrscheinlich einfach nur nebendran erobern wollen. Sind sich noch nicht ganz einig, was sie machen wollen. Wie es aussieht. Auf jeden Fall wird Murray hier. Das ist ein Bug. Ja. Du konzentrierst dich ein bisschen hierfür, ja. So, er kann weiter mal unsere Kultur fördern. Und zwar. Hier ist Nordisch. Wird mal in Irland ein bisschen weiter gefördert. Der bekehrt ja auch bald, der Papst. Oder der Bischof. Seimas, der leider kein allzu guter Bischof ist. Naja. So, Bödvar ist zu nordisch-gälisch, das gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Er wird weiterhin belagert. Ja. Ich glaube, ich mach mal ein bisschen schneller, oder? Sonst könnte sich das hier ein bisschen ziehen, wenn jetzt beide Parteien so ein bisschen am Belagern sind. Und wenn Jorvik hier eh nicht so ganz mithelfen will, was das Belagern angeht. Mit den laufenden Wahlen. Arno erwartet einen Ratsposten. Ist aber halt auch zu nichts zu gebrauchen. Hat sie jetzt eine Riesin als Frau angeschleppt, die auch noch inselchristlich ist. Möchte er den also umbringen? Verstehe, verstehe.
So, wir haben noch nicht ganz den 3. Juli, gleich können wir mal wieder ein bisschen Geld investieren in unsere Herrschaft. Dass wir da die Freydis ein bisschen im Zaum halten. Die reizbare alte Göre. Hat auch noch kein Kind bekommen, vielleicht sollte sie sich lieber mal darauf konzentrieren. Keusch, keusch. Ich esse gern Marzipan. Ja, das Studium wird super. Sehr gut. Wir sprechen Englisch. Perfekt. Ganz wichtig. So, was haben wir hier? Das sind nur Räuber, die sind uns relativ egal. Aber wir haben gleich Mor erobert. Mori. Sehr gut. Und dann können jetzt die Jungs hier einmal runter nach Lennox marschieren. In den Krieg. In den Kampf, in die Schlacht. Den Krieg haben wir ja schon ganz schön lange. Wie lange läuft der jetzt schon wieder? Oh, 21 Monate. Das ist ja fast noch eine angenehme Zeit. Möchte man sagen. Chero Darcy. Darcy. Oh, ist jetzt nicht schlecht. Machen wir uns mal ein paar tolle Kinder. Komm, Maddox Tochter, kriegst du. Mal gucken, ob du nur 16 Jahre überlebst. In der Zweijährigen fängst du hoffentlich nichts an. So, die Schlacht sollten wir gewinnen. Die wollen natürlich auf den Berg, aber ich glaube, wir können sie vorher abfangen. Die Dinge, die Earl Riddrick mir als Kind angetan hat, lasten immer noch schwer auf mir. Die harten Blicke, das Gelächter, der Schmerz. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, legt sich mir ein Schatten übers Herz. Er mag zwar inzwischen erwachsen geworden sein, doch ich weiß, dass er nie ein anständiger Mensch wird. Das wissen wir auch. Er ist lüstern, er ist rauflustig, er ist arrogant. Er ist rauflustig wie der Verlierer, aber lüstern, arrogant und zynisch. Ist kein toller Earl. Na, da werden wir uns noch angemessen revanchieren bei ihm. So, die Schlacht sollten wir gewinnen. Titel aberkennen. Und zwar Mormertum. Nee. Ey, das entspann dich. Ach so. Die werden gleich weiterkämpfen, aber wir machen einmal kurz hier. Ab geht's an den Goldhebel. Wir schrauben natürlich unsere Regentin zurück. Geht ja nicht. Sollen wir sie begnadigen? Dann ist sie ein bisschen lieber zu uns. Wir können sie gerade eh nicht einkerkern. Wie gesagt, 2 Jahre sind es jetzt noch, die wir überstehen müssen. Und dann sind wir die Regentschaft da hoffentlich auch los. Also die Schlacht haben wir auch gewonnen. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt werden wir hier ein bisschen erobern. Wir haben schon wieder eine Fraktion, aber das sind die Bauern, ne? Ja. Ne, wir haben jetzt hier nochmal. Auch unsere christlichen Spastis fangen jetzt auch schon wieder an. Ja, wird Zeit, dass wir erwachsen werden können und Bündnisse schließen mit unseren Vasallen, weil wir können jetzt nicht unser Leben lang hier mit Revolution chillen. So, Wulfgar ist auch ein Supermann. Den lasse ich mir auch mal die 51 da kosten. Boah, habe ich noch nicht für ihn gefunden, aber werden wir auch noch finden. Der ist, was ist der? Liederlich. Ah ja, ah ja, da hat er wahrscheinlich auch die. Ah ne, der hat wahrscheinlich wegen den Kräuterkundlerkenntnissen. Die eine oder andere Dame da in den Liebeszauber versetzt und bezirzt sie jetzt im Freudenhaus. Oder lässt sich bezirzen, das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal eher von zweiterem aus. So, und hier haben wir wieder
Ganz cool, dass Jarvik da die ganze Zeit wegmarschiert. Wichtig, wichtig. Murray ist wohin gewandert? Weiß man nicht genau. So, wer hätte das gedacht? Mein Vasallhäuptling Arno hat anfechtbare Beweise vorgelegt, dass Nihalgus gezeugt wurde von niemand anderem als ihm. Er frage mich, kannte Nihalgus, ich frage mich, kannte Nihalgus seine wahre Herkunft oder kommt das für ihn unerwartet? Ja, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, der muss auch langsam mal Kinder bekommen. Ja, wenn wir das jetzt hier erobern, dürfte es eigentlich mal durch sein, oder? Wir haben jetzt hier auch schon einen ziemlich guten Bonus, ja. Also viel, viel länger soll es nicht mehr gehen. Die machen jetzt natürlich hier oben nochmal den Angriff. Ja, eher, dass wir dann da hoch müssen. Und die Belagerung. Ach Junge, komm. Wird noch circa 4 Monate gehen. 8 Monate, ja, man könnte es probieren. Er ist ein guter Befehlshaber, ja, Hakon auch. Komm rein da. Rein ins Team. So, für dich haben wir auch eine Frau gefunden. Hakon of Norfolk. Die kann 34, die 29 Monaten. Ich denke, bis dahin sollte der Krieg eigentlich vorbei sein. Hier haben wir die Mauern schon eingerissen. Das heißt, wir stürmen mal die Festung. Weil das ein bisschen schneller geht. Aber haben es dann auch schnell geschafft, ne? So, wir haben Gefangene gemacht. Earl Riderick hat den Preis für die Gier von Häuptling Baldr bezahlt, nachdem die Siedlung von Kyle gefallen ist, sind Großteile von Eärend ungeschützt. Ohne Gegenwehr toben sich die westagdirischen Plünderer aus und sie entführen und versklaven jeden fähigen Arbeiter, den sie finden können. Nö. Ich bezahle dem Riderick gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Der ist ein dreister Quälgeist, der jüngere Mädchen quält. Also da kriegt der von mir nichts. Gar nichts. So, wir müssen nach wie vor hier irgendwie eine Schlacht gewinnen. Keine Ahnung, wir kommen auch mit der Belagerung nicht so ganz voran. Also wir müssen jetzt hier irgendwie mal Ruhe einkehren lassen, wir müssen unser Land festigen. Wie gesagt, eigentlich wollten wir schon vor ewiger Zeit mal nach Irland. Erkundigen wollte ich jetzt gerade nicht. Weil der einiges kann scheinbar. Wir wollten ja ewig schon mal hier Leinster angreifen. Hat aber jetzt auch noch nicht geklappt. Krieg läuft seit 3 Jahren. Wir werden wieder versuchen, die jetzt zu überrumpeln. Ist ausgeglichen tatsächlich wegen Hügelverteidigung gerade. Weil wenn Jorvik mitkommt, sollten wir es eigentlich schaffen. Weil wir müssen es jetzt nicht auf Teufel komm raus machen, weil ich meine, die Zeit spielt eh uns in die Hände. Solange die jetzt nichts machen können, wird sich das eh oder über kurz oder lang zu unseren Gunsten drehen. Können wir eher hier vielleicht das Bistum nochmal attackieren. Wenn überhaupt. So, was können wir denn von... Er will nicht bekehrt werden. Wenn wir dir eine Frau suchen.
Da, guck mal. Magst du uns dann? Komm, Goidelisch muss ich auch nochmal lernen. Was spreche ich jetzt mittlerweile? Englisch und Nordisch. So, die kommen wieder nach hier unten, nach Lennox. Das heißt, dann werden wir da eben kämpfen. Und die Schlacht werden wir auf jeden Fall gewinnen, weil da gibt es keinen Hügelvorteil für die Wichser. Wenn Jorvik mitkommt. Wir warten mal kurz, bis die da sind. Ah, die verbissen sich wieder. Also hier würden wir das tatsächlich gewinnen, scheinbar. Dann verfolgen wir es mal. Wir sind eh bei 93. Wir halten die jetzt hier vielleicht nochmal auf. Jorvik hilft uns dann sowieso. Die kommen noch dazu. Und, wie sieht's aus? Ja, das scheinen wir relativ locker sogar zu gewinnen. Denn ihre Champions sterben hier nach und nach, das ist sehr gut. Und wieder wird einem der Kopf abgerissen. Okay. Sehr schön, damit haben wir das geschafft. Bekommen, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Geld wir von ihm bekommen. 67.000. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich gar nichts. Wie lange ist die Revolution? Zu schwach? Ah ja. Herr Riddrick. So, wir haben ja noch einmal hier die eine Dame drin. Das heißt, ihr können wir jetzt den Titel aberkennen. Scheiße, ich habe nicht genug Ding. Okay, so, einmal die lösen wir auf. Lothian. Okay, der hält tatsächlich hier den oberen Teil noch. Wenn wir Mord komplett gegen ihn schießen, weil wir das ja erben würden. Er hat noch keine Kinder, er ist 14, wir sind 15. Sehr gut. Das müssen wir im Auge behalten. 20 Monate, okay, bis dahin sind wir auf jeden Fall schon mal 16, das ist auch ganz gut. So, langsam wird es doch alles was. Wen will der haben? Sinek Alpin kann er haben. Wir müssen unseren Kerker eh jetzt mal lernen. Also sie bleibt noch drin. Was bekommen wir für ihn? 100. Raus mit dir. Björn, 10. Domnall kriegen wir nichts für. Herjolf kriegen wir auch nichts. Nee. Da kriegen wir nochmal 10. Da kriegen wir nichts. Kriegen wir nichts. Auch nichts. Die sind ja alle nichts wert. Da kriegen wir nochmal 10. Und hier auch nichts. Okay, dann lassen wir mal kurz die ganzen Zehner rausgehen. Also, dass wir da das Geld einsammeln. Sehr gut. So, er bekehrt mal wieder eine Gemeinde. Ja, lass zumindest mal hier. Ja. Er stärkt Dublin auf jeden Fall die Kontrolle. Das wird ganz, ganz wichtig. So. Jetzt, was machen wir mit ihm? Für ihn kriegen wir ja kein Geld. Ansprüche abschwören, auf jeden Fall. Bekehrung. So.
Anfangen kann ich mit ihm nichts. Herewald. Okay, kann ich gerade nicht hinrichten. Erdvolle ist erst 36, das ist prinzipiell mal gut. Ja. Okay, so. Jetzt mal er hier. Er ist jetzt prinzipiell nicht schlecht. Wird aber nicht bekehrt. Gut, dann bleibt er im Kerker. Eochu. Ja, können wir mal rekrutieren. Schauen wir mal. Spieler kommen gehen. Bringt nichts. Matter. Boah, der ist erst 20. Ja, mit dem können wir was anfangen. Wenn der sich bekehren lässt. Können wir mit dem was anfangen. Eagle kannst du nichts mit anfangen. So, wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Residenz von Oberhäuptling Kalian. Für den Fall, dass etwas schief gehen sollte, eine genaue Karte der näheren Umgebung mit all versteckten Pfaden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. Ich denke auch. Ja, wir haben es geschafft, okay. So, was mit ihr, Sigridder? Können wir die zu uns holen? Ja, die wird einfach an unseren Hof geholt. Felic. Der Felic. Ja, der gefällt mir auch. So, eine MacAki. Ah, das ist die Schwester von der. Ja, mit der könnten wir natürlich auch immer ein bisschen Druck ausüben. Es soll ihre Ansprüche fallen. So, Flake. Oh, er ist sehr gut. Aber er wird nicht bekehren. Warum nicht? Oh, er ist Theologe, okay. Dann machen wir es aber so. Den möchte ich auf jeden Fall am Hof haben. Gateen. Ja, der ist eh wahnsinnig. Ja, dann brauche ich ihn nicht. Okay, so, wir müssen irgendwas mit unserem Prestige machen. Da müssen wir aber, glaube ich, 16 werden. Dass wir jetzt endlich mal handlungsfähig sind. Dann scheiß Regenten wegbekommen. Die sind zu schwach, das ist sehr gut. Mit dem Prestige, Digga. Naja, das kriegen wir auch noch hin. Die Stats jetzt nicht unbedingt gut aussehen, ne? Der das nochmal verändert, können wir hier nochmal was entgegensetzen. Zum 2. November können wir nichts machen. Naja, wir sind ja eh gleich los. Am 2. November haben wir doch auch Geburtstag, oder? Ja. Ein Novemberkindchen. So. Da freue ich mich schon drauf, weil unser. Warum hat der Kinder? Sag mal. Schwärme für Kettil, für unser Opfer. Ne, der ist ein Bluter. Nein, wir sollten nur Freunde sein. Ihn werden wir aber als nächstes umbringen müssen, ne? Und seine Konkubine auf jeden Fall. Alter, wir müssen alle Konkubinenkinder von dem Spasti umbringen. Uiuiuiui. Ich hoffe, der wird nicht allzu viele machen. Ja, der konnte es halt nicht aushalten, ne, seine Frau zu schwängern. Herr Rögenwalder. So, wir haben den 23. Juni. Wir springen ein bisschen vor, weil viel werden wir jetzt nicht machen können. Wir werden jetzt erstmal nur abwarten, bis wir 16 sind. So, der hat eine Brieftaube. Ja.
So, wie sieht's denn da aus? Das Gute ist halt, dass er noch jung ist, ne? Fraktion gegen euch geschaffen. Und zwei haben sich aufgelöst. Es ist auch die Fraktion. Jawoll! Sehr schön. Ah, es wird langsam, wird langsam. Unser nordisch-christlicher Staat hier, der wächst und wächst und wird stärker und größer. So wie das sein muss. Wie das auch mit einer guten Herrscherin passiert, die zwar vom Lucius nicht so gemocht wird, ja, der möchte die am liebsten weghaben, aber der alte. Ah ja, ah ja, der Papst chillt im Freudenhaus. Papst Lucius, mein kleiner ekelhafter Wichser. Da sieht man mal wieder, ne? Die Päpste, wo die sich das Zeug herholen. Das Zeug. Wo die sich ihre Freuden herholen, ne? Da wird der Gang auch nicht. Wie sagt man? Nicht gespart. So, mit der Hilfe von Gomer habe ich ein Verständnis in Sachen Gelehrsamkeit, dass das meine Altersgenossen bei weitem übersteigt. Ich bin ein meisterhafter Philosoph, obwohl ich ein natürliches Talent für das Thema zeigte. Ist es dennoch ein Erfolg, wie gut ich es jetzt beherrsche. Als ich meine ersten Schritte in die Welt der Erwachsenen tue, erinnere mich zurück an einige Menschen, die einen enormen Einfluss darauf hatten, wie ich heute bin. Die Dinge, die mir Earl Riddick als Kind angetan hat, nagen noch sehr an mir. Und wenn ich ihn sehe, ist es vorbei mit meiner guten Laune. Ich kann mich noch gut an das entsetzte Gesicht von Ketil erinnern, als ich damals sein Lieblingsspielzeug vertrampelte. Und da sieht man, Gemobbte werden später zu Mobbern. Wir haben Ketil ein bisschen gemobbt, den armen kleinen Pluter. Und Roderick hat uns gemobbt. Und mit dem haben wir jetzt noch etwas offen. Wir werden erstmal Britonisch von ihm lernen. So, wir haben nachdenklich verloren. Den Spracherwerb hier. Und wir können jetzt heiraten. Haben wir das schon gemacht? Ja. So, wir können unsere Regentin loswerden. Okay, wir müssen erstmal die Waagschalen der Macht umkehren. Okay, so leicht ist das scheinbar doch nicht. Gut. Hier kriegen wir einen kleinen Bonus. Was machen wir denn? Auf Bildung und Gesundheit, auf Entwicklung, auf Frömmigkeit. Aber wir machen jetzt mal den Theologen. Wir sind sehr frömmig. Sehr, sehr, sehr frömmig. Sehr fromm. Und, ja, müssen jetzt die Alte hier loswerden. Wir können ihr mal ein Geschenk schicken, dann mag sie uns vielleicht ein bisschen mehr. Das hilft ja bestimmt auch, oder? Eure Diplomatie, ihre Diplomatie. Meinung zu Freydis ist über euch. Derzeitige Waagschalen, ihr gebt mir nichts. Okay. Wir geben ihr mal ein Geschenk. So. Na, es hilft noch nicht ganz. Wir müssen die Waagschale der Macht leider etwas umkehren. Sie ist ein bisschen zu mächtig geworden. Werden das aber natürlich erst in 2 Jahren wieder tun können. Na gut, na gut. Ich denke, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge, dass wir die Alte loswerden und dass wir endlich mal wieder hier richtig regieren können, so wie es sich gehört. Wo stationieren wir den? Okay. Na gut, dann können wir das gerade nicht stationieren. Nicht schlimm. So, Freunde, dann würde ich sagen,
Wir versuchen unseren Bruder umzubringen. Wer will jetzt hier nochmal? Meine, ich kann diese ein. Würdet ihr mir. Nee. Und zwar. Also ich kann ihr das noch nicht wegnehmen, ne? Das war ja das Ding. Naja, Freunde. Ich würde sagen, Jarl Iljana, Frau von Jarl Rögnvaldr. Da sind die beiden Hübschen zusammen. Werden jetzt ein paar Kinder machen, danach werden wir unsere Regentschaft los, dann werden wir unseren Onkel los, dann werden wir die Kinder unseres Mannes los und dann sieht die Welt wunderschön aus. Haut rein.